Mir geht's ja auch so. Ne? Mit der Pandemie, das war für mich auch so ein Lerneffekt. Ich dachte zum Beispiel, ich weiß, wie die Deutschen ticken. Pustekuchen. Wenn Pandemie ist, was macht der Amerikaner? Der kauft sich Waffen. Ne? Was macht der Franzose, wenn Pandemie ist? Der kauft sich Rotwein. Was macht der Deutsche, wenn Pandemie ist? Klopapier. Wir holen uns Klopapier. Muss man mehr über dieses Land wissen? Nein. Wir holen uns Klopapier. Das ist doch tiefenpsychologisch, oder? Oder der Ami sagt sich, ich muss mich verteidigen, irgendwie. Ne? Der Franzose sagt, ich trinke Wein, c'est la vie. Ne? Und der Deutsche sagt, ich muss meinen Arsch retten. Ich muss irgendwie. Ne? Es ist... Und warum haben wir alle Klopapier gehamstert? Warum? Weil wir uns nicht vertrauen. Ja, du vertraust ihr nicht und sie vertrauen ihm nicht. Die Deutschen vertrauen sie nicht. Der Deutsche vertraut dem Deutschen nicht, weil der Deutsche den Deutschen kennt. Weil wir ganz niemand sitzt zu Hause und denkt, ja gut, wenn Krise ist und Klopapier alle ist, dann kann ich ja beim Nachbarn klingeln, der wird mir schon eine... Nein. Der Typ, der immer in meiner Auffahrt parkt, Samstag 7:30 Rasenmäht, der hilft mir nicht. Nein. Das ist auch der Grund, warum wir vor Strandkörben Gitter haben. Ne, damit niemand außerhalb der Öffnungszeiten meinen Strandkorb abwohnen kann. Das ist deutsch. Deutscher wird's nicht, Freunde. Ne. Für mich war das jetzt, muss ich sagen, so Pandemie. Für mich als Künstler, das war so eine Form von Frühverrentung. Ne. Gerade auch finanziell. Ja, ne. Aber man muss es ja positiv sehen. Also ich war jetzt wirklich die letzten 2 Jahre immer der Jüngste beim Flaschensammeln. Und man muss sagen, so Frühverrentung, das kann ja auch Spaß machen. Ne? Das ist wirklich toll. Ne? Morgens 7:30 aufstehen, nichts zu tun haben, auf den Balkon gehen und Leute zusammenscheißen. Das macht Spaß. Da kann man Spaß dran entwickeln. Da habe ich auch, da stand ich da morgens, habe immer runtergeschrien, nicht in 5er-Gruppen! Es ist Corona! Die Frau dann zurückgerufen hat, aber das ist meine Familie. Dann habe ich dann nachgelegt. Das kann ich von hier oben nicht sehen. Ich bin Corona-positiv und es geht wohl doch auch auf die Augen. Das stimmt natürlich nicht. Das macht aber keinen Spaß, also habe ich gelogen. Das haben ja viele jetzt gemacht, in der Pandemie, aus Langeweile einfach gelogen. Ich glaube, Fachsprache sagt man dazu, Reitschustern. Das ist wirklich spannend, wie sich das alles entwickelt hat. Sehr verändert. Die Leute waren alle am Limit. Und mir ist es aufgefallen im Supermarkt. Da habe ich gewusst, okay, die Leute sind am Limit. Da bin ich wie immer so fluffig durch den Supermarkt, bin zur Kasse hin und da habe ich natürlich einen fatalen Fehler gemacht. Ich habe nur eine Flasche von meinem Getränkekasten aufs Band gelegt. Das macht man natürlich nicht. Und dann hat die Verkäuferin gefragt, haben Sie noch mehr Wasser? Ich bin ja Comedian. Dann habe ich gesagt, nee, trink Wasser. Ja, ähnliche Stimmung wie hier. Und diesen Blick von der Frau, den werde ich nie vergessen. Wie die mich angeguckt hat mit dieser Mischung aus Ekel und Verachtung. Ich kam mir wirklich vor wie Jens Spahn. Das war wirklich. Und dann wollte ich schlichten und habe gesagt, junge Frau, das war ein Scherz. Sie sehen doch, dass ich hier vorne einen ganzen Kasten stehen habe. Und dann sagt die wirklich laut im Laden, sehe ich aus wie eine scheiß Giraffe? Dann habe ich dann gesagt, nee, sie sehen aus wie eine dumme Kuh. Und da war klar, wir sind am Limit. Wir sind am Limit. Ich spüre es bei mir selber auch. Ne? So Sachen, die mich früher nicht aufgeregt haben, jetzt bin ich am Limit, wegen der Pandemie. Ne? Da raste ich sofort aus. Ja, gestern Morgen sitze ich beim Frühstück, ich will mir einfach nur ein Honigbrötchen schmieren, bin ich komplett ausgerastet. Alleine. Ich und das Brötchen. Ne? Ich schneide es auf, schmier Butter drauf und dann will ich ganz gemütlich Honig drauf machen. Und dann ist die Honigpoperze bei der flotten Biene komplett verklebt. Und ich hasse es, wenn die Honigpoperze bei der flotten Biene komplett verklebt ist. Wo du sowieso, nein, nicht jetzt, sowieso beim Frühstück sitzt und denkst, welcher Vollidiot hat sich das ausgedacht? Was war das für ein Zoom-Meeting? Hä? Haben die zusammengehockt und gesagt, hey, wisst ihr was, also Honig im Glas ist schon geil, aber wisst ihr, was richtig geil wäre? Wenn wir so kleine Gummiarschlöcher entwickeln würden?
durch das die Leute ihren Honig selber durchdrücken müssen. Ja, das machen wir, ja. Und dann können wir den Honig auch noch viel, viel teurer machen, weil so kleine Gummiarschlöcher herstellen, das ist tricky. Ja, Alter, und du drückst, ne, vom Gefühl her, muss der Himalaya durch den Gartenschlauch. Und was rauskommt, ist immer so ein... Und dann wirst du wütend. Du musst ja mit deiner Wut irgendwo hin. Und Kinder schlagen ist ja nicht mehr erlaubt. Also gehst du ins Internet. Du gehst ins Internet und du donnerst deinen Wut auf Twitter. Ich schreibe sowas rein wie, die flotte Biene hat mir den Frühstücks versaut. Und da hast du sofort so Klugscheißer-Kommentare. Dann schreiben so Leute drunter wie, was? Flotte Biene? Weißt du denn nicht, wer dahinter steckt? Nein, weiß ich nicht. Wenn ich's wüsste, würde ich die flotte Biene nehmen mit dem... Würde ich die flotte Biene nehmen mit diesem verdammten Ding und würde es dem Typen in den Arsch rammen, nur damit er mal spürt, wie absurd diese scheiß Idee ist. Eine Honigpoperze zu entwickeln. Was ist das? Wer steckt dahinter? Wenn ich flotte Biene bei YouTube eingebe, kommen dann 100 Verschwörungsvideos oder was? Wenn ich die alle durch habe, dann halte ich wahrscheinlich die Honigpoperze für eine Erfindung des Merkel-Regimes, um mir meine Fresse freier zu nehmen, um fett zu werden. Da musst du aufpassen. Da drehst du sofort durch. Alle sind am Limit. Da dauert es noch 3 Wochen, dann stehst du in einem Bienenkostüm mit einem durchgeknallten veganen Koch vorm Reichstag und willst die Demokratie abschaffen. Passt auf euch auf. Dankeschön.